Dankeschön. Schönen guten Abend. Ich darf euch noch ein Lied vortragen, und zwar einen altösterreichischen Rap von Georg Kreisler über die Freiheit, beziehungsweise die unterschiedlichen Arten der Freiheiten, denn deine und meine Freiheit nicht unbedingt dasselbe sind. Maestra? Freiheit hat mit uns selbstverständlich was zu tun, sofern man wirtschaftlich dazu was beiträgt. Manche müssen unfrei bleiben, denn keiner ist immun, wenn er den Zug versäumt, der ihn dann frei trägt. Und wenn man den Zug nicht sieht und alles komplizieren muss, tja, dann wird es Regeln geben, die er respektieren muss. Dann wird ihm sein Arbeitgeber vielleicht sagen: Meine Freiheit muss noch lang nicht deine Freiheit sein. Meine Freiheit ja, deine Freiheit nein. Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert. Deine hat bis jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann. Und deine Freiheit heißt, du kriegst bei mir einen Posten. Und da du meine Ware kaufen musst, stelle ich dich bei mir an. Dadurch verursacht deine Freiheit keine Kosten. Und es bleibt dabei, dass meine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist. Deine Freiheit bleibt, meine rein verleibt. Und wenn ich meine Freiheit nicht habe, hast du deine Freiheit nicht. Und meine Freiheit wird dadurch zu deiner Pflicht. Und darum sage ich dir, verteidig meine Freiheit mit der Waffe in der Hand und mit der Waffe in den Händen deiner Kinder. Damit von deinen Kindern keines bei der Arbeit dir vergisst, was Freiheit ist. Meine Freiheit sei dir immer oberstes Gebot. Meine Freiheit bleib treu bis in den Tod. Wenn dir das vielleicht nicht logisch vorkommt, denk an eines bloß. Ohne meine Freiheit bist du arbeitslos. Ja, Freiheit ist was anderes als Zügellosigkeit. Freiheit ist doch Fleiß, Männlichkeit und Schweiß. Ich werde dir sagen, was ich heutzutage als freiheitlich empfinde. Die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Drum ist in jedem Falle meine Freiheit wichtiger als deine Freiheit je. Meine Freiheit, yes, deine Freiheit, nee. Meine Freiheit ist schon einfach 100 Jahre alt. Deine Freiheit kommt vielleicht schon bald, aber vorläufig ist nichts mit einer Freiheitsambition. Denn du hast doch keine Macht und keine Organisation. Ich wäre ja dumm, wenn ich auf meine Freiheit dir zu.